Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5. Extreme Legends. Wir sind hier immer noch im Schicksalsmodus mit Guard und der Schwierigkeitsgrad ist erheblich gestiegen. Deswegen habe ich jetzt Level 4 gemacht, damit wir wieder mehr Verteidigung haben, weil die Gegner können jetzt teilweise auch schon eine Aura haben. Und ich glaube, das wird jetzt das große Finale, Ebene 8. Ich bin gespannt. Mit Wei eliminated, all the remains in our way is Shu. The time to decide the fate of the land is upon us. We shall march on Bai Di Castle and emerge victorious. Da Wei eliminiert, es liegt nur Shu uns in den Weg. Jetzt müssen wir über das Schicksal des Landes entscheiden. Wir rücken auf Burg Bai Di vor und werden sie. The future we have fought so hard to realize is close at hand. With our courage and wisdom, we shall bring an end to Shu. Let's go. Honor waits to welcome us. Zukunft, um die wir so hart gekämpft haben, liegt dicht vor uns. Mut und Weisheit werden wir Schuhe ein Ende machen. Gehen wir, höchste Ehren erwarten uns. Listen up! We've been given the ultimate mission. We're to eliminate the enemy commander. Give it your all, or you'll have to answer to me. Na ja, wir haben die ultimative Mission an. Sollen den feindlichen Kommandanten ausschalten, ja? Letzte Mal. I hear the enemy's planting ambush units throughout the battlefield. Gah, they're no fun to fight. If we're not careful, we could lose. Der Feind soll Hinterhaltseinheiten auf dem gesamten Schlachtfeld aufstellen. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. So this is the final battle. We've got to give it our all, so our efforts won't have been wasted. All right, let's finish this once and for all. Das ist also die letzte Schlacht. Wir müssen alles geben, damit sich unser Einsatz auch lohnt. Bringen wir es endgültig hinter uns. Dass nicht nochmal ein Brief kam. Krass, normalerweise? Ich habe das immer so in Erinnerung gehabt, dass immer zwei Briefe kommen. Zweimal überlaufen. Lol, wir können trotzdem noch mehr Punkte kriegen. Hä? 170 Kills in 10 Minuten. Mach ich mal. Sieg erringen in 12 Minuten. Eieiei. 7 Offiziere killen. Oh, das gibt am meisten Punkte. Das wird auch eh wieder ein Griff ins Klo. Ist egal. Wir haben jetzt hier den Sonnenaufgang, ne? Jotais Waffe. Nicht Jotais Waffe nehmen? Nein, wir bleiben dran. Die Bay muss vernichtet werden, Sun Quan und Ganin dürfen nicht sterben. Sun Quan am Stissel mit Luxon und Xu Sheng. Ganin, unser Herr und Meister, mit uns natürlich. Zhu Ran und Quan Zong und Huan Gai mit Zhu Huan und Ding Feng. Mein Gegner Liu Bei mit Guan Zhua, Zhang Bao und Gao Xian. Und natürlich ganz viele versteckte Einheiten noch. Oh, überall sollen Hinterhaltstruppen sein. Ich hab Angst. Yeah, now let's run them through. Wir können aber selber in den Tal legen. Liu Bei ist also der Feindenboss. Oh, jetzt haben wir sogar ein schönes weißes Pferd. Schimmel. Frisches weißes Pferd von Gong Sun San oder was? Quasi. Ja, jetzt haben wir den kompletten Finisher, ne? Das komplette Moveset. Juhu! Here. We must not give in to their advance. Na, komm her! Zeig, was du drauf hast, Tianyo. Boah, das macht mich jetzt richtig stark. Die letzten hier. Hm. Oh, ich bin so froh, dass wir die Defensive erhöht haben. Guck mal, wie ich zick! Fickt euch doch mit Skiddy! Mann! Ey, ohne Scheiß! Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Wenn das nicht aggressiv war, der weiß es nicht. Du kamst da nicht raus, diesen Murks. Vor allem, weil ich in Luft. In Luft kannst du nicht mal Musu oder sowas aktivieren. Mann! Ja, Retreat. Dann Retreat halt. Ich töte erstmal deinen Leutnant, okay? Er hat es verdient. Und du hast es noch mehr verdient. Ich krieg dich. Dafür ist der Musu so gut. Ey, wie hab ich was? Ey, was war's? Wie hab ich was? So, Gardem.
Und tschüss, Mann. On to the next one. Auf Wiedersehen, Jian Yong. Das war eine schwierige Geburt. Sag's euch. Oh, was ist das denn jetzt hier? Auf einmal haben die alle einen Tempo-Boost. Ja, nur Tempo-Boost ist eigentlich egal. Kann man nur nicht abhauen von denen. Wow, der Schwierigkeitsgrad ist komplett sick. Das war ohne Scheiß. Wie willst du die besiegen? Guck, wie viele das sind. Das sind 4 Offiziere. Wait, what? Ne, schaffe ich nicht. Rückzug. Das ist zu schwer. Vielleicht gibt gar nicht mehr eine Heilung oder so. Also, ich hoffe es mal. Ohne Scheiß, ich krieg die nicht dauernd. Das sind viel zu viele. Das sind 5 Offiziere oder so auf einer. Bisschen sehr übertrieben finde ich das schon. Da ist schon wieder ein Unteroffizier von Jiang Wei. Der ist alleine vorgestoßen, das ist gut. Enemy officer defeated. Langsam aber sicher kriegen wir dann noch wieder ein bisschen Heilung rein. Eat this! Was, der Leutnant? Nein! Hau nicht abhauen! Nicht abhauen, nicht abhauen! Den krieg ich noch, den Leutnant. Enemy officer defeated. Bevor ich mich um Jiang Wei kümmere ich mich erstmal um Guang Xing, ne? Gott, sind die angeschlagen. Ich bin so froh, die Verteidigung zu haben. Ey, ohne das wäre ich ja komplett tot schon. Schon Game Over, ey. Wow, die Schlacht ist echt schwer. Enemy officer defeated. Das räumt ab. So kennt man ihn. So kennt man ihn. Enemy officer defeated. Hinterhalt. Ja, es ist nur Jiang Wan. Okay, ich dachte Jiang Wei wäre das schon. Was ist Jiang Wei eigentlich? The man himself. Ist der an mir vorbeigelaufen? I'm starving. Let's take a break here. Der ist tatsächlich an mir vorbeigelaufen. I see the enemy is not without some skill. Ganz ehrlich, ich hab keine Lust auf den. Ich will nicht. Doch Quatsch. Soll er halt abhauen, ganz ehrlich. Ja, Ganning hat Jiang Wei gefinisht. Liege hinterhalt. Ja, wie mache ich das denn jetzt hier? Feuerangriff hin. 3. Da steht's. 4, 3, 2, 1. Feuer! Yeah! Und wir kommen direkt rein und es brennt. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool, der Feuerangriff ist super. Feuerangriff ist richtig sick. Die Wutrum feiern das natürlich. Oh, Feuerangriff. Unser Steckenpferd. Das ist gut gelernt von uns, so nach dem Motto. Ist ja cool. Guck mal, wie schnell die Bases jetzt eingenommen sind. Das ist echt nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist gut. Feuerangriff ist gut. Really not bad. Oh, da ist Shu Geliang. Sein Shu Gel ist wieder auf jeden Fall on point. Oh Gott, guckt euch diese Lebensleiste an. Ich bin ja nie tot. Nee, den meine ich nicht, glaube ich. Doch. Die Salve nervt halt, Mann. Ich will den nicht mehr haben. Fliegen immer aus meinen Kombos raus. Salve ist an sich on paper so cool, aber wenn ich aus den Kombos rausfliegen, ist das scheiße. Guck. This should wrap things up. Now, on to the next one. Enemy officer defeated. Und der andere hier, der Yan-Yan, der haut jetzt auch ab, oder was? Nee. Nur über meine Leiche. Du wirst nicht abhauen. Sorry. Du wirst sterben. Alter Mann hier, Yan-Yan. Nein, er haut ab. Das gibt's nicht.
Er haut ab. Enemy officer defeated. Gerade Glück gehabt, ha? Eat this. Wie sieht's aus mit den Zielen? 50 Kills. Kriegen wir noch 50 Kills? Ich glaube nicht. 43, um genau zu sein. Hä? Mal schauen. Amazing. Nachschubstyp. We must defend this area with our lives. Oh, Wang Ping ist auch noch aufgetaucht. Noch ein extra Offizier, das ist gut. Mehr Truppen heißt mehr Kills. Umso besser. Doch, das kriegen wir hin. Naja, jetzt schon fast. Die 170. Das ist gut, weil die Verstärkungstruppen hier noch gekommen sind. Ohne die hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Weiß nicht. Ja, wir haben es. Gatz konnte 170 Feinde besiegen. Aber Gatz wird gleich sterben, wenn das so weitergeht. Mann, Ganning! Du scheiß Wichser! Er lässt mich schon wieder so alleine. Ey, ohne Dreck, ne? Ganning ist das Letzte, ist das. Oh, der Schaf. Lächerlich. Und mich allein lässt die ganze Zeit. Oh, ja. Schilder. Macht gar nichts. Scheiß drauf. Bin zwar sein wichtigster Unteroffizier, aber egal. Lass ihn einfach sterben. Klar, warum nicht? Warum nicht? Ich hab mich, Wang Ping ist jetzt auch weg. Whatever. Jetzt haben wir schon wieder den nächsten Leutnant und den nächsten Offizier. Oh mein Gott. Macht das auch für mehr. Oh, Panther. Den wir auch mal gedient haben. Der ist auch da. Schlimm ist echt, dass Wang Ping wahrscheinlich gleich wieder geheilt ist und dann uns wieder das Leben zu erlangen. Kommt er jetzt schon? Ja. Ich bin so am Arsch. Retreat! Das soll ich erlauben, oder was? Dass du mich zurückziehst? Nee. Sorry. Kommt nicht in die Aldi-Tüte! Noch nicht in die Lidl-Tüte. Yes. Got him. Du kannst jetzt auch dran glauben, okay? Haben wir uns da verstanden, Wang Ping? Abhauen und dann plötzlich oder Verstärkung bekommst, dich auch noch gegen mich stellen. Naja, so einer bist du. Ah, it seems we have figured out the enemy's plans. Wow. Die wollen es halt echt wissen, ne? Hier, die Burg bei dir. Hey, drei Unteroffiziere von eBay. So, Mann, das werde ich eBay auch kennen. Nachdem ich Gauks Young gesichert habe. Okay, Liu Bei, Final Boss im Schicksalsmodus in unserem Fall. Bin gespannt. Aura genau wie Zappi. Aura ist egal, weil Feuer immer durch die Aura aufgeht. Wir müssen mit dem Feuerangriff hier arbeiten. Oh, die Salve versaut. Komm, Wunder. Mann. Schon. Ah, kein Ding. Kriegen wir locker hin. Enemy officer defeated. Zappi war um einiges heftiger im letzten Part. I couldn't have put it better myself. Und wir haben es sogar noch in ein Zeitlimit geschafft. Das Finale war leichter als
Das im letzten Part gegen Zappi. Das ist komisch. Wobei dieser eine Hinterhalt mit Jiang Wei es schon in sich hatte, ne? 128 Punkte. Insane. You are really running wild out there. That's what I like to see. When the next battle comes around, be sure not to let me down. Was wirklich da draußen getobt? So etwas will ich sehen. Lass mich aber in der nächsten Schlacht nicht im Stich. Ich glaube, ich kann nichts mehr. Wieder Meisterstrumpf bekommen. Und was für Meisterstrumpf? Das Kirin-Schwert bekommen. Und das Elder-Schwert. Ja. Guts! Geburts- und Todesdatum unbekannt. Nachdem du dich entschieden hattest, Ganning zu dienen, erbrachtest du in vielen Schlachten Glanzleistung und wurdest schon bald Ganings wichtigster Offizier. Du bist eins mit deinem Pferd und meistest die Reitkunst. Deine Leistung warst selbst besten Generälen ebenbürtig. Guts! Deine beeindruckende Leistung erbrachtest du in folgender Schlacht um die Burg bei dir. Du hast dich mit deinen Truppen versteckt, den Feind mit deinen Überraschungsangriffen aus der Reserve gelockt und so die Schlacht zu deinen Gunsten beeinflusst. Deine Taktiken in der Schlacht waren so zerstörerisch, dass selbst der Feind Pang Tong sich anerkennend äußerte. Interesting. Die letzte Schlacht war unsere Trumpfkarte. Guts diente Ganning ohne herausragende Leistung bis zum Äußersten. Zwar wird nie jemand über Guts reden, aber es gibt auch viele andere Krieger, deren Geschichten niemals erzählt werden. Es reden genug Leute über Guts. Berserk ist halt krasser Manga, krasser Anime. Okay. Möchtest du den speichern? Ja, aber sehr gern doch. Bitte wähle eine Waffe, die du am behalten möchtest. Ja, ich will halt. Ich will nicht den Meister Stroms eigentlich. Eigentlich will ich den gar nicht. Mann, das passt halt nicht zu Guts. Kann ich dir jetzt noch was anderes zuweisen? Das wäre ziemlich cool. Ja, das war ja Schicksalsmodus. 8 Schlachten. Ist immer wieder anders. Ist immer wieder ein Vergnügen, den durchzuspielen. Aber einmal reicht halt. Hat man das mal gesehen, ne? War schon am besten so. Kann ich das jetzt echt nicht mehr changen? Oh mein Gott, Guts mit Ganings Schwert. Naja, scheiß drauf. Das passt eigentlich nicht, ne? Whatever. Ist halt so. Ja, den Bearbeitungsmodus kann ich euch nochmal zeigen. Also jetzt kann ich hier mal obligatorisch Mover zum Beispiel erstellen. Denn die gibt's natürlich auch wieder. Das wir gar nicht gemacht in Dynasty Warriors 5. Mover, was hat denn nochmal für Haare? So lange Haare hat die gehabt. Like this. Eigentlich lang genug. Nur hatte noch länger. Ja, komm, nehmen wir die einfach. Die sah schon sehr erwachsen aus. Like this. Eher so, ne? Ja. Kann man die Haarfarbe nicht ändern? Nur ist ungefähr so groß. Und relativ dünn. So. Kann die Haare echt nicht ändern? Die Haarfarbe? Kann man nicht ändern, was? Oh, wie wenig Möglichkeiten man damals noch hatte, ne? Das ist krass. Wow. Editiermodus von damals. Ja, moin. Königliche Kleidung, Kampfkleidung.
Gott, wie scheiße die Outfits teilweise aussehen, ne? Ich glaube, das passt am besten zu Moomer. Türkis braucht die eigentlich. Na, ich mach das dann mal. Die sieht nur aus wie Moomer, was scheiß drauf. So, Florette kriegt die natürlich. Lebhaft entspannt. Entspannt. Und das war's. Leute, das war's. Mehr Möglichkeit hast du nicht. Oh mein Gott. Dieser Editiermodus von früher. Okay, dann gibt's natürlich noch Fuxi. Ist klar, ne? Wenn man die auch mal wieder erstellt. Dürfen natürlich nicht fehlen. Schlecht männlich, das passt schon. Fuxi, ja, seine Haare sieht man eigentlich gar nicht richtig. Lass mal so. Dann hat er einen Helm. Lass mal Standard. Passt, glaube ich, am besten. Fuxi ist riesig. Like this. So ungefähr. Eine Eisenrüstung. Na, so ungefähr. Und ein Helm. Oh Gott. Oh, das sieht so komisch aus. Das macht mich fertig. Das ist doch nicht Fuxi. Oh Mann. Man ist so eingeschränkt in dem Modus. Was passt. Ja, wow, das ist der Editiermodus übrigens, ne? Man hat nicht sehr viele Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Eigentlich bräuchte Guts auch dieses Schwert. Passt halt zu ihm. Naja, whatever. Ja, haben wir den Editiermodus auch schon mal geshowcased. Bearbeitungsmodus, wie das Teil heißt. Ja, Bearbeitungsmodus. Dann haben wir nur den Pro-Modus. Damit geht es dann im nächsten Part weiter. Und den Extreme-Modus. Oh, Extreme-Modus ist wieder so... Ich mag ihn nicht. Er ist genauso wie der in Dynasty Warriors 4 Extreme Legends. Und ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Promo ist ja auch jetzt nicht so cool, aber kann man mal einmal zeigen. Extremos, ugh. Daher werden wir uns durchquälen müssen. Naja. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecile.